Das ist gut. Hier geht's einmal runter und einmal geht's nach da unten. Ich gehe zuallererst einmal hier hoch. Verschlossen, ich kann aber. Oh, Moment. Ging das nicht? Was bist du? Hey, ich hab dich gehauen. Jetzt gehörst du mir? Nö, ist abgehauen. Schade. Es ließ sich nicht verprügeln. Eine Handaxt. Eine Handaxt. Was brauchen die? Warte mal, 7, 10. Und was hat die? 9, 3. Ich habe 9. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Die skaliert mit auch mit C. Das heißt, ich mach das mal. So, wenn ich jetzt. Nee, nicht das, sondern das hier ändere. Ich wusste es. Ha. Bist du böse? Bist du gut? Das sieht gut aus. Kann ich hier runterspringen? Bringt das? Tatsächlich bringt das was. Etwas Erstaunliches voraus. Hui. Okay, warte mal, hier war noch ein Gegner, genau. Ich mag die Axt. Gefällt mich. So, ich will erstmal hier runter. Nice. Alter. Hui. Verdammter Snitcher. Das geht gar nicht. Okay, dann muss ich wieder rüberspringen. Ja. Nein! Ich hab. Was war das denn bitte? Scheiße. Naja. Das geht auch besser. So, jetzt muss ich hier. Aber den sieht man aber auch nicht so gut. Ist nicht so, dass ich ausgewichen bin, aber hey. Okay, was ist das da vorne? Ninja Turtle? Sehe ich das richtig? Du, komm so mal. So geht's auch. Komm so mal bitte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich meine zu. Oh, guck mal, da hätte ich runter. Oh, da hätte ich runtergekonnt. Kann ich nicht den da anlocken? Ich glaube, jetzt habe ich. Ja. Jetzt kann. Den habe ich ums Verrecken nicht gesehen. Ohne Scheiß. Alter, was war das denn? Ninja-Turtle-Angriff des Todes.
Trink, 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 trink! Leck mich doch. Ich kann nicht aufstehen. Boah, das ist... Das ist ja... Puh, das ist ja Folter, ey. So. Ah, ich habe ja noch diese Seelen hier. Diese, die kann ich ja auch zum Leveln und sowas benutzen, ne? Nee, Moment, X war's. Was gibt's denn hier? Ein Schild. Wunderschön. Jetzt hole ich mir den aber natürlich auch noch. Oha. Home Run. Ich würde den gerne reposten. Ich habe nur Angst. Komm. Oh fuck. Steh auf. Er hat mich... Okay. Das war weird. Ich weiß nicht... Oh, komm. Okay, man kann denen keinen Backstep verpassen, anscheinend. Uiuiui. Ja, gut, dann machen wir es auf die sichere Art und Weise. Wenn mein verkackter B-Knopf natürlich reagieren würde. Es ist zum Heulen. Also, kann ich hier rein überhaupt? Ja, aber hier rein. Was ist das? Was ist das? Ich will hier rein. Ich will hier rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bist du gut? Ja. Oh. Das Scheißdreck drin ist. Ach, guck mal einer an. Ein Feuerlangschwert. Der hat 78, 78. Ist natürlich erstmal gut. Frage ist, ist es besser als das hier? Hier habe ich 78, meine Nummer 17, das sind 95 plus 94 sind irgendwas mit fast 190, das sind 160. Das heißt, das Schwert ist tatsächlich aktuell besser. Tschüss. Zumindest momentan noch. So, was ich jetzt aber mache... Einfach nur, weil ich wissen will, oder vorne ein Item? Ja. Wissen will, ob das geht. Ich deaktiviere jetzt da oben einfach mal. Also ich lasse die Gegner wieder respawnen an dem Bonfire und dann gucke ich mal, ob ich die Schildkröten, die Ninja Turtles da reposten kann. Denn. Hä, war hier nicht eine. Nee, keine Leiter. Ach stimmt, hier war ein Loch an der Seite. Controller irgendwie komplett kaputt oder so, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass das gar nicht reagiert. So. Sagt, nö. Heute mal nicht, ne? Krieg mich nicht. Hahaha. Niemals! So, habe ich irgendeine Rüstung, die jetzt mittlerweile besser ist? Viel zu schwer.
Viel zu schwer. Geh ich sogar schlecht. Ja, okay, ist auch. Aber nicht viel. So. Jetzt möchte ich nochmal da runter und gucken, ob das geht. Ich will das wirklich wissen. Was bist denn du für einer? Hinterlistig. Was ist. Gott. Ich gebe jetzt nicht so viel darauf, ob ich lebe, weil ich will es einfach nur testen. Ich hole mir die Seelen, wenn ich sterbe, natürlich wieder, ne? Okay, der hat schon direkt Bock. Das funktioniert schon mal nicht. Das auch nicht. Kannst du mal. Hier, mein B-Knopf funktioniert. Der steckt in dem Controller drin. Ich konnte nichts drücken gerade. Okay, dann hole ich mir die Seelen so wieder und. Ne, lauf einfach schnell wieder zurück. Zum. Leuchtmittelfeuerding da. 3000 Seelen hätte ich dann schon gerne. Die sind jetzt nicht hier oben, nee, die sind da. Wow. Wo sind sie denn? Hä? Ach, da hinten. Wo willst du denn hin? Das gibt's doch nicht. Nein! Komm schon! Jetzt kann ich das Ganze aber nochmal probieren. Aber nee, ich spiele jetzt lieber. Ich spiele lieber auf Nummer sicher. Privat kann ich ja nochmal ein bisschen üben, aber. Ich frage mich, wie ich Level 99 geworden bin. Ich höre schon, wie er angerannt kommt. Heh, du Bastard. Pieks! Oh mein Gott, wie konnte der mich treffen? Steh auf, du Flasche. Und fix. So. Jetzt direkt auf dem schnellsten Weg wieder da hoch. Ich habe jetzt mittlerweile schon relativ viel Leben verloren durch die Tode, also maximales Leben. Ich glaube, bald wird es Zeit für ein Effigy, aber noch nicht. Guck mal hier. Haha. Einmal hat er mich getroffen. Dummerweise. Okay, ich denke, dann habe ich da unten alles rangeholt. Gegenstandskiste, kann ich da Zeug weglegen? Ich habe Pfeile. Seit wann habe ich. Hä? Wirklich? Nee. Ich habe Bolzen. Bolzen sind aber. Eine Armbrust. Ja, Armbrustbolzen. Ich glaube nicht, dass ich da mit dem Bogen viel machen kann. Zwischen gehe ich schon mal hier runter. Was ist das? Ja, hallo? Da hinten kommt einer. Man muss sich sofort. Der da lebt offensichtlich. Man muss sich sofort umgucken. Das ist sonst tödlich. Was war das? Und tschüss. Was geht denn eigentlich da unten ab? Das ist eine Feuerhexe. Alter! Junge, Junge. Schade.
Feind und dann dahinter. Mhm. Der hat auf jeden Fall noch Spaß da an der Wand. Entweder wird mein Schwert schwächer oder die Feinde werden stärker. Verschlossen. Ja, und wo soll ich jetzt lang? Ach so, das. Den Durchgang habe ich nicht gesehen. Ich sehe dich. Hurra für Skelett. Hä? Sie hat das Skelett... Ach, das ist ein Schild. Oh mein Gott. Ich dachte, das Skelett hat da eine Zeitschrift liegen. Ich dachte, hä? Moment. Jeder Kack ist hier verschossen. Oh Gott, Bossfight. Ich will nicht. Kein Bossfight. War wieder... Bei so Spielen ist es immer so, dass man... Okay. Genau gucken muss, wo die Gegner sind. Und wenn man in ein neues Gebiet kommt, sieht man die oft nicht. Ich sehe... 4. Da ist der 5. Also da oben steht einer direkt... Alter. Also. Da direkt über meinem Kopf sieht man den jetzt. Dann, dort einer direkt über dem Kopf. Dort einer direkt über dem Kopf. Da. Direkt über dem Kopf steht einer hinter der Säule. Und ich meine... Okay, der eine, der da runtergesprungen ist, der ist jetzt gerade hier hochgeklettert. Da müssen wir mal aufpassen. Soll ich zuerst mal hier? Alter. Ich glaube, ich muss mich zuerst um die da unten kümmern. Die Frage ist... Oh, ja, die Frage ist nicht, wie ich komme hier runter. Okay. Ich drücke B, aber es passiert nichts. Ich drücke es. Das ist doch ein Witz. Bei so einem... Ja, wow. Und tschüss. Bei so einem Spiel ist es wirklich tödlich, wenn der B-Knopf nicht funktioniert. Hier. Ich drück's einmal, dann macht das nicht. Dann drück ich's ein andermal und dann macht das viermal hintereinander. Das ist nicht... Ich muss ausweichen auf einen anderen Knopf legen, anders geht's nicht. Und einfach... Ich glaube, ich habe gerade ein Item übersehen. Einfach aufheben oder so auf B. Weil... Ja, ist kacke. Da kann ich... Das tut weh, danke. Was soll das? Ich kann, wenn ich hier das mache... Ja, das pausiert, glaube ich, nicht das Spiel, oder? Hä, von wo schießt? Der Bastard. Nee, pausiert nicht das Spiel. Hallo? Da unten steht noch einer. Und da drüben. Die Frage ist... So, den hätte man. Da könnte ich runterspringen, da wäre ich aber relativ tot. Aber hier kann ich... Hier kann ich runter. Weil der A-Knopf funktioniert nämlich perfekt. Nicht so wie der B-Knopf. Das ist ein bisschen... Nee, da unten gibt's halt echt nichts. Das hört sich nicht gut an. Was zur Hölle? Ist das der da oben? Ich komme hier aber nirgends hin. Das ist das Problem.
höre die ganze Zeit die Bogenschützen hinter mir. Ich muss die erstmal wegmachen da. Wenn ich zumindest einen weg habe. Es gibt drei Stück anscheinend. Einer ist hier unten direkt. Unter mir quasi. Da. Dann halt einer, der da hinten ist direkt. Und der da hier vorne ist, der immer noch auf mich schießt. Der mich auch noch fast trifft von hier aus. Ich will, dass der da drauf schlägt. Was? Oh mein Gott. Nein, nicht kaputt machen. Draufschlagen. Damit es Kavums macht. Oh mein Gott. Voll erwischt. Pieks. Du bist staut. Ich komme gleich hoch zu dir. Ich weiß, wo die Leiter ist. Was? Geh weg. Geh bloß weg. Oh, er verschwindet. Ich glaube, er verschwindet wieder. Ich meine, mich zu erinnern, dass es, war das ein Boss aus dem ersten Teil oder ein Boss aus dem zweiten Teil? Der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Pessoa? Irgend sowas? Jetzt mal aufhören damit. Was geht mal bei dem da ab? Okay, das sieht. Versuch zerstören. Feind wird benötigt. Ah, der Bombenschmeißer. Verdammt. Moment, habe ich nicht selbst sowas? Ein Versuch habe ich. Ich weiß nicht, wie weit die fliegen, deswegen. Oh, oh Gott. Verdammt nochmal. Abkürzung. Freischaltet. Oh, verdammt. Hallo? Ja, steh doch auf. Was ist los? Wo hängt's? Da steht er da und guckt. Guckt in der Gegend rum. So, kommt der andere jetzt nochmal, wenn ich hier hochgehe? Nee. Der da kommt. Ah, und die da auch. Der da hinten wartet, weil er nicht von seinem 3mm-Ding da runterkommt. Ah, Estus. Das gute Estus. Verdammter Bastard. Gib mir das. Kann ich die Sachen nicht sogar verkaufen irgendwie? Ich bin mir da nicht so sicher. Naja, ich würde sagen, erste Aufnahme erfolgreich beendet und wir sitzen hier schön am Bonfire und lassen uns es gut gehen und ich würde sagen, wir sehen uns
das nächste Mal wieder bei Darksiders, hätte ich jetzt was gesagt. Dark Souls 2. In diesem Sinne, bis dahin.